Ja, herzlich willkommen zurück auf Bühne 3. Und das nächste Thema beschäftigt sich auch mit QGIS und es geht darum, wie man seinen alltäglichen Workflow vereinfachen kann, und zwar mit Ausdrücken bzw. Expressions. Und das stellt uns jetzt Johannes Kröger vor. Bitte schön. Herzlich willkommen zu meinem Vortrag. Ich werde was erzählen zu QGIS, genauer gesagt zu Geometrie, Ausdrücken in QGIS. Ein Tool, mit dem man sehr fortgeschrittene Dinge machen kann und ist manchmal gar nicht so schwer. Ganz kurz zu mir. Mein Name ist Johannes Kröger. Ich bin jetzt seit März 2021 bei der Wargroup, dort als GIS-Entwickler und Berater tätig. Die Wargroup kennen die meisten von euch wahrscheinlich, deswegen springe ich direkt in meinen Vortrag rein. Genau, QGIS kennt ihr wahrscheinlich auch alle. Das beste GIS am Markt, da sage ich gar nicht mehr zu. Und wenn man QGIS nutzt, kommt manchmal dieser Dialog irgendwo vor. Um den wird es heute im Endeffekt drehen. Bevor wir uns da genauer Dinge angucken, die wir machen können, gucken wir mal kurz, was sind überhaupt diese Ausdrücke oder im Englischen die Expressions. Im Endeffekt sind das kleine Schnipsel von Programmcode. Man kann die an unterschiedlichsten Stellen anwenden in QGIS. Zum Beispiel kann man Features auswählen, also Objekte von einem Layer auswählen, wenn man sagt, ich möchte nur Objekte mit diesem oder jenem Wert, dem Attribut XY oder auch ganz anders. Wir können damit im Feldrechner Attributwerte berechnen. Jedes Mal, wenn der Feldrechner benutzt wird, wird ein Ausdruck verwendet tatsächlich. Wir können damit die Darstellung beeinflussen und man kann damit eben auch Geometrien erzeugen. Das ist heute das, was ich zeigen möchte. Ausdrücke sind an sich sehr leicht zu erlernen. Wer den Feldrechner schon mal benutzt hat, hat schon mal was programmiert, sind aber nicht wirklich leicht zu meistern. Wenn man aber damit ein bisschen sich vertraut macht, das gerne auch mal ausprobiert, kann man damit sehr, sehr mächtige Dinge machen, die dann auch QGIS nochmal sehr individuell anpassen für das, was man wirklich gerade braucht. Ich bin großer Fan von dem Tool Geometrie nach Ausdruck. Bei dem kann man eben sagen, ich habe hier einen Eingabelayer, ich habe einen Ausdruck, ich habe gewisse Regeln, einen kleinen Programmcode geschrieben, der sagt, wie dann die Geometrien von denen verändert werden sollen. Und das Ganze wird dann in einen neuen Layer reingeschrieben. Das heißt, man kann einen bestehenden Layer nehmen, kann Regeln definieren und bekommt dann einen neuen Layer raus, wo eben neue Geometrien für die Features erzeugt wurden. Ihr seht hier den Punkt Geometrieausdruck. Da steht gerade einfach Dollarzeichen Geometry drin, kommen wir gleich zu. Daneben ist so ein E-Symbol. Wenn man da draufklickt, kommt eben der Ausdruckseditor. Der Ausdruckseditor hat drei wichtige Teile. Ganz links sieht man den Bereich, in dem man dann wirklich den Ausdruck schreibt, in dem man programmiert. Ich habe hier mal als Beispiel auch Kommentare reingemacht. Ich habe eingerückt. Also ihr könnt ganz viel nutzen, um das Ganze auch lesbar zu gestalten für euch. In der Mitte sieht man eine Liste von den ganzen Funktionen und in Anführungszeichen Variablen, die QGIS einbietet. Und rechts ist dann von der jeweils ausgewählten oder aktuellen Funktion der Dokumentationstext. Um es jetzt näher zu verstehen, was hier eigentlich passiert, muss man mal gucken, wie das Ganze evaluiert wird. Wie geht QGIS daran und wie baut QGIS aus dem Ausdruck dann einen Wert? Das ist im Endeffekt ganz ähnlich wie in der Mathematik. Da haben wir auch gewisse Regeln. Wir gucken von links nach rechts. Wir gucken uns Klammern an. Wir gucken uns die Operatoren an und können dann nach und nach die Teile von so einem Ausdruck, die Teile von so einer Formel einzeln berechnen und dann den Rest, den weiteren Rest und so weiter. Also quasi je Teilausdruck geht man da durch. In diesem Fall sehen wir halt, ne, links ist eine Klammer, 5 minus 1, haben wir direkt eine 4, dann können wir damit weiterarbeiten. Und genauso geht es dann weiter mit den weiteren Teilausdrücken, bis das Ergebnis fertig ist. Das ist beim Programmieren im Endeffekt nicht anders. Wir haben hier mal ein Beispiel aus Python, wo ja verschachtelte Funktionsaufrufe hier in der Mitte stehen. Das heißt, der Interpreter von Python würde jetzt rangehen, gucken, was ist denn ganz das Innerste. Sieht hier myAge. Ah, myAge ist eine Variable, da habe ich den Wert 4 als Zeichenkette für. Den kann ich schon mal nehmen. Das muss ich jetzt in die Integer-Funktion reinstecken. Da kommt eine 4 raus als Rückgabewert von der Funktion. Dann kann ich die 1 drauf addieren. Habe ich eine 5. Die 5 wiederum stecke ich in die String-Funktion. Die gibt eine 5 als Zeichenkette zurück. Und so weiter. Also quasi von innen nach außen werden die Schritte ausgeführt, werden die Funktionen aufgerufen und die Rückgabewerte werden dann eben für den weiteren Verlauf dieses Ausdrucks eingesetzt. Zwei einfache Beispiele aus der QGIS-Dokumentation habe ich mal rausgepickt. Links hier mal eine Berechnung von einer neuen Spalte im Feldrechner.
Angenommen, wir hätten jetzt einen Datensatz mit einer Spalte Total Pop, wo die Bevölkerungsanzahl drin steht, und eine Spalte Area, wo die Fläche drin steht, könnte man da eben mit der Division sagen, ich möchte ein neues Feld erzeugen, einen neuen Wert erzeugen, Population durch Fläche, Bevölkerungsdichte. Die doppelten Anführungszeichen heißen dabei, dass eben Attributspalten gemeint sind. Das heißt, Kugels guckt dann für das Objekt nach. Okay, ich habe jetzt hier Objekt 1. Was steht für einen Wert bei Total Pop in deiner Spalte? Was steht für einen Wert für Area Karten 2? Und holt sich die raus. Das rechte Beispiel ist schon eine Geometrie. Das heißt, die Geometrie wird genommen und der Startpunkt der Geometrie, der erste Punkt der Geometrie wird raus extrahiert. Zum Beispiel, um was zu beschriften. Den Anfangspunkt von der Linie zum Beispiel. Da ist jetzt so ein Dollarzeichen drinnen, Dollarzeichen Geometry. Das sind ein bisschen spezielle Funktionen, so eine Art Variablen, die Kugels bereitstellt. Das heißt, damit kann man direkt sagen, von dem Feature möchte ich gerne die Geometrie anschauen. Und in diesem Fall wird es eben in die Startpoint-Funktion gesteckt, die dann den ersten Punkt zurückgibt. So viel zur Theorie. Jetzt würde ich in zwei Beispiele einspringen. Als erstes mal etwas machen mit einem Zentroid für eine Multigeometrie. Wenn man ein Zentroid berechnet von der Geometrie, wird ja ein Schwerpunkt berechnet. Und je nachdem, wie die Geometrie aufgebaut ist, kann es sein, dass es nicht wirklich dem entspricht, was man eigentlich haben wollte oder was man erwartet hat. Vielleicht wollte man das Zentroid nur als ja, einfach repräsentativen Punkt für eine Geometrie haben, nicht unbedingt als den strengen geometrischen Schwerpunkt. Ich habe hier mal Daten genommen von Natural Earth. Ich gehe mal zum Beispiel zu Frankreich und klicke das mal an. Das heißt, ich kann in Rot sehen, welche Geometrien zu Frankreich dazugehören. Wir sehen hier Französisch-Guyana, wir sehen Korsika, ein paar Inseln, alles noch neben eben dem, was wir umgangssprachlich als das Frankreich bezeichnen würden. Und vielleicht wollen wir gerade ja, einen Punkt haben, der hier irgendwo drin liegt. Wenn wir jetzt einen Zentroid berechnen würden, dann kriegen wir ne, für jedes Feature auf diesem Layer einen Zentroid-Punkt raus. Ich mache hier mal die Labels mit an. Dass man sehen kann, wo der von Frankreich liegt und man sieht, der ist in Nordspanien gelandet, aufgrund eben von Französisch-Guyana, was in Südamerika liegt. Für unseren fiktiven Anwendungsfall wollen wir aber was haben, was in dieser großen Landmasse von Frankreich liegt. Das heißt, wir würden hier rangehen mit einem Geometrieausdruck. Ganz am Ende nutzen wir diese Funktion, die Geometrie nach Ausdruck und können hier eben einen Geometrieausdruck reingeben, der gleich entwickelt werden wird und uns dann eben den größten, ja, den, das Zentroid für den größten Teil geben wird. Ich nutze dafür zum Zeigen jetzt hier einen Geometriegenerator, einfach um es direkt live visuell zeigen zu können. Sonst müssten wir halt den Code einfach runterschreiben. Am Ende wird man nicht sehen, was das eigentlich bedeutet. Und mit so einem Geometriegenerator kann man eben sehr schön zuschauen, was eigentlich passiert. Bei einem Geometriegenerator haben wir hier einfach auch ein Feld, wo wir einen Ausdruck reinschreiben können für eine Geometrie. Jetzt steht schon drin Geometry. Also einfach die Geometrie soll genommen werden von jedem Feature. Wir können hier mal sagen, wir möchten davon das Zentroid haben. Und dann kommt das raus, was wir eben schon hatten. Das heißt, von Frankreich, das Zentroid liegt hier unten. Wir wollen aber für das Feature, was diese ganzen Einzelgeometrien hat, also Französisch-Guyana, Korsika, Frankreich und so weiter, möchten wir nur das Zentroid haben oder möchten wir das Zentroid haben, was in der Hauptlandmasse drin liegt. Ein Weg, den wir nutzen können, wäre die Ente-Geometrie aus dieser Multigeometrie rauszuziehen und dann eben davon das Zentroid zu berechnen. Dafür gibt es die Funktion GeometryN, ist hier irgendwo in den Geometrie-Funktionen. Damit können wir aus dieser Multigeometrie sagen, wir möchten die Ente-Geometrie haben. Jetzt kein Quarken, sondern eben ein Index, der bei 1 losgeht. Geometry N1 wäre eben die erste Untergeometrie. Geometry N2 wäre die zweite. Und davon wollen wir das Zentroid haben. Das heißt, die Zentroid-Funktion bleibt bestehen ganz außen. Ne? Von dem, was wir hier berechnen, wollen wir am Ende das Zentroid haben. Aber wir möchten nicht mehr direkt die Geometrie reinstecken, sondern stattdessen das Zentroid haben eben von einer Entengeometrie. Ich füge die mal hier ein, sage dann als ersten Parameter müssen wir reinstecken die Geometrie, das ist unsere Multigeometrie. Als zweiten Parameter stecken wir rein den Index. Zum Beispiel, wir wollen die erste haben, packen wir eine 1 rein. Das ist unser Ausdruck.
gucken, was passiert. Und wir sehen kein Centroid in Frankreich. Der ist verschwunden. Vielleicht ist nicht das erste unter Polygon, sondern das zweite. Das dritte auch nicht. Das wäre in diesem Fall das 19. Natürlich wäre es jetzt idiotisch ranzugehen, zu sagen, ich gucke jetzt bei jedem Land nach, bei jedem Feature nach, das wievielte Unterpolygon ist das Polygon, von dem ich das Centroid erstellen will. Da kann ich es gleich manuell machen. Wir müssen irgendwas finden, womit wir die Untergeometrien in eine vorhersehbare Reihenfolge bringen, zum Beispiel nach der Größe. Wenn wir die sortieren könnten, das Größte zuerst wäre, könnten wir mit Geometry N1 dann die größte Untergeometrie rausziehen. Wir können dafür wieder eine weitere Geometrie-Funktion nutzen. Das wäre die OrderParts-Funktion. Die kann uns die Teile einer Multigeometrie nach einem gegebenen Kriterium sortieren. Das heißt, wir stecken eine Multigeometrie rein und sagen, wie soll sortiert werden und kriegen dann eine entsprechend sortierte Multigeometrie wieder raus. Das heißt, auch hier wieder, unsere bisher eingesetzte Geometrie wird ersetzt durch einen weiteren Aufruf einer Funktion, OrderParts in diesem Fall. Und in die stecken wir jetzt rein, unsere Geometrie. Ne, die soll sortiert werden. Als zweiten Parameter haben wir ein OrderBy. Da müssen wir einen Text reinschreiben, wo wiederum ein Ausdruck drin steht. In diesem Fall möchten wir nach einer Fläche sortieren. Und dann können wir noch sagen, in welcher Reihenfolge sortiert werden soll. Wir wollen, dass die erste Untergeometrie die größte ist. Das heißt, wir müssen sagen, Ascending, nee, False, also Descending soll sortiert werden. Man kann in diesem Ausdruck die Parameter auch mit Namen versehen. Das habt ihr jetzt hier gesehen. Ich habe Ascending reingeschrieben, dann Doppelpunkt gleich. Damit kann ich quasi kommentieren für mich jetzt als Programmierer, wie heißt dieser Parameter eigentlich laut Kugels Dokumentation oder laut Definition. Ihr seht, dass für das OrderBy auch schon ein Ausdruck wieder verwendet wird. In der Fläche von der Geometrie. Das ist ein bisschen fies. Jetzt haben wir hier zweimal Dollarzeichen Geometry stehen. Das erste meint wirklich die Geometry, die wir hier von Frankreich haben, mit den einzelnen Teilen. In diesem Unterausdruck hat es eine spezielle Bedeutung. Da guckt die Funktion dann nach dem jeweiligen, nach der jeweiligen Geometrie, die wir gerade anschauen. Also es guckt die ganzen Untergeometrien durch. Und in diesem Schritt dann heißen die wiederum Dollarzeichen Geometry. Ist ein bisschen fies, man gewöhnt sich dran. Was wir hier machen, ist dann quasi von der einzelnen Untergeometrie die Fläche berechnen, das als Wert für die Sortierung nutzen. Das heißt, der ganze Ausdruck hier ist jetzt schon ziemlich groß geworden. Kugels würde rangehen, sieht eben, was passieren soll. Wir haben hier ein OrderParts, okay, ich habe diese Geometrie, ich habe dieses Kriterium zur Sortierung, so soll es sortiert werden, mache ich. Ich nehme die Geometrie von dem Feature, stecke die rein, raus kriege ich dann meine sortierte Geometrie. Davon nehme ich dann den nth Teil, den ersten Teil, und stecke das in die Centroid-Funktion. Also genau wie ich vorhin gezeigt habe, dieses schrittweise Vorgehen von innen nach außen macht Kugels eben auch, wenn sie diesen Ausdruck evaluiert. Ich mache das mal und wir sehen einen Punkt in Frankreich. Genauso ist es natürlich jetzt auch für andere Länder. Jedes Land wird jetzt genau gleich behandelt. Das heißt, jeweils wird ein Centroid in den größten, geometrisch größten Teil der jeweiligen Geometrie gelegt. Geometrie nach Ausdruck. Ich habe mir den eben kopiert. Das heißt, ich kann ihn hier einfügen. Das gleiche, was wir eben hatten. Ich muss jetzt noch sagen, dass wirklich auch Punkte gespeichert werden sollen, sonst geht das ganze Ding kaputt hier. Eingabe-Layer stimmt, das ist meine Weltkarte. Und ich führe es aus. Und wir haben jetzt schön unsere Punkte erstellt. Ich mache die Labels mal an. Und wir sehen, für Frankreich haben wir jetzt einen Punkt. Hier nochmal der Ausdruck, der fertige Ausdruck von dem ersten Beispiel. Und als zweites Beispiel erstelle ich mal Puffer mit einer Größe, die davon abhängig ist, wie groß der Abstand zu einem Objekt auf einem anderen Layer ist. Und angenommen, wir hätten den Auftrag zu schauen, wie groß die Baumkronen in einer Gegend werden dürften, ohne dass sie an Gebäude stoßen. Ich habe hier mal Gebäude und Bäume aus OpenStreetMap extrahiert, die Gebäude in Rot, die Bäume als grüne Punkte. Und die Aufgabe wäre jetzt zu schauen, wie groß könnte quasi ein Puffer sein, der um zum Beispiel diesen Punkt liegt, um diesen Baum, ohne dass er an was Rotes stößt. In diesem Fall wäre es sehr groß, das ist rein fiktiv. Wäre natürlich idiotisch, einen so gigantischen Baum zu planen.
woanders wäre es eben kleiner. Jeweils in Abhängigkeit von den Distanzen zu diesem anderen Layer. Ich nehme dazu mal zum Zeigen einen Geometriegenerator für die Punkte. Zum Start haben wir im Geometriegenerator einfach die Geometrie, die eben existiert. In diesem Fall haben wir unseren Baum. Wir wollen jetzt einen Puffer drum legen und dafür gehe ich mal in den Geometrie-Editor, in den Ausdruckseditor, Entschuldigung. Wir haben hier eine Menge Funktionen bei der Geometrie, könnten sagen zum Beispiel, wo haben wir den Puffer, auf Deutsch der Puffer, im Englischen der Buffer. Damit können wir um einen Punkt im Kreis legen oder ein Polygon quasi nach außen erweitern. Das heißt, wir wollen als Geometrie nicht mehr nur die Geometrie, die schon existiert, sondern wir wollen das Ergebnis davon haben, wenn wir die existierende Geometrie mit der Buffer-Funktion, wenn wir die da reinstecken würden und dann das Ergebnis davon nehmen würden. Zum Puffern brauchen wir auch einen Radius. Ne? Wie groß, wie weit entfernt soll die neue Geometrie sein? Wie viel größer? Ich nehme hier einfach mal, sagen wir, 5 Meter. Meine beiden Layer sind in Metern. Und wir können mal gucken, wie das jetzt aussieht. Und wir sind um jeden Baum, jetzt um jeden Punkt, einen Radius mit der Größe 5 gelegt. Ja, teilweise passt das sehr gut hier unten. Das wäre was, wo wir sagen könnten, jo, der sollte nicht größer als 5 Meter im Kronradius werden. Andere natürlich hätten theoretisch noch sehr viel Platz bis zum nächsten Gebäude. Tja, jetzt haben wir überall statische Werte von 5. Wir müssen irgendwie was finden, damit wir diesen Pufferwert berechnen können. Wir müssen für jeden Baum wissen, wie weit ist denn die Entfernung zum nächsten Gebäude oder andersrum. Jetzt schon einen Schritt weiter gedacht. Wenn wir von allen Gebäuden die Distanz oder von dem Baum für den Baum zu jedem Gebäude die Distanz hätten, was ist dann die minimale Distanz? Also was ist die minimalste Distanz zum nächsten Gebäude? Tja, bisher haben wir nur was gemacht, wo die Geometrie von dem jeweiligen Feature verwendet wurde. Also wir sind auf einem Layer geblieben und haben nur Dinge mit der einen Geometrie gemacht. Jetzt haben wir was, wo wir auf Dinge des anderen Layers schauen wollen. Und dafür hat QGIS netterweise auch Funktionen. So, wir wollen alle Gebäude anschauen und davon dann den minimalen Wert raus aggregieren, in Anführungszeichen. Dafür bietet QGIS einen ganzen Haufen an Funktionen unter Aggregate. Die meisten davon beziehen sich nur auf einen Layer. Das heißt, damit könnten wir jetzt auf dem Baumlayer zum Beispiel irgendwelche Durchschnittswerte oder Minimalwerte rechnen von den Attributen zum Beispiel. Wir möchten aber einen zweiten Layer mit in den Ausdruck reinholen und können die Aggregate-Funktion verwenden. In die Aggregate-Funktion stecken wir jetzt mit den anderen Layer rein. Wir sagen, welche andere Layer sollen hier betrachtet werden. Sagen dann, was für eine Aggregat-Funktion verwendet werden soll und dann auf welchen Ausdruck die verwendet werden soll. Wir könnten sagen, hol mir von allen Gebäuden die Fläche als Ausdruck und gib mir dann als Aggregat die minimale Fläche zurück. Oder in unserem Fall wollen wir für jedes Gebäude die Distanz zu dem Baum, den wir gerade angucken. Der Ausdruck wird weiterhin für jedes einzelne Feature auf dem Baumlayer ausgeführt. Wir wollen da jeweils die Distanz wissen und dann davon das Minimale, den Minimalwert haben. Das ist jetzt schon wirklich ganz schön ausgefuchst. Zum Glück sind hier unten einige Beispiele mit bei. Wenn man da reinguckt, sieht man, hier ist noch irgendwas mit zum @parent. Wenn wir jetzt diese Aggregate-Funktion nutzen und einen zweiten Layer mit in den Ausdruck mit reinziehen, dann haben wir in dem Moment, wo QGIS auf diesem zweiten Layer was berechnet, noch die Information, unser Parent, unser ausgehendes Feature, das Feature, von dem wir losgegangen sind, auf dem Layer, wo wir diesen Ausdruck angelegt haben, das ist jetzt mit dem Namen @parent verfügbar oder mit dem Variablennamen besser gesagt. Das heißt, wir können in der Expression von der Aggregate-Funktion auf das Ursprungsfeature verweisen, auf den Baum. Das heißt, wir können darin dann die Distanz berechnen von dem Baum zu dem Gebäude, was gerade angeguckt wird. Das heißt, wir ersetzen in unserer Buffer-Funktion den Wert 5 im Endeffekt mit dem Ergebnis von unserer Aggregate-Funktion, die wir gleich aufrufen werden. Wir stecken da einen Layer rein. Als erstes, das ist unser Gebäude-Layer. Wir haben dann in der Aggregate-Funktion als zweiten Punkt das Aggregat, also was soll im Endeffekt berechnet werden, Minimum, Maximum,
Was möchten wir? In diesem Fall möchten wir ein Minimum haben. Das muss in Anführungszeichen sie als String übergeben werden. Und als drittes kommt dann noch die Expression, der Ausdruck, der ein Ausdruck in dem Ausdruck sozusagen ist. Da wollen wir die Distanz berechnen zwischen der Geometrie von dem Gebäude. Das ist jetzt die Geometry, das ist ein bisschen wie in dem Frankreich-Beispiel. Jetzt hier, Dollarzeichen Geometry meint hier eine andere Geometrie, total gemein. Und wir wollen die Geometrie von dem Parent, von dem Baum, von dem wir gerade hier komplett ausgehen, von dem Objekt, was gerade betrachtet wird. Den möchten wir auch haben. Dafür können wir die Geometry-Funktion nutzen. Die gibt uns dann von einem Feature die Geometrie zurück. Wir haben ganz zentral innen drin unsere Berechnung Gebäudegeometrie, Distanz zur Baumgeometrie von dem Baum, der gerade angeschaut wird. Macht das für alle Gebäude, sammelt quasi die ganzen Distanzwerte zusammen, gibt mir dann den Minimalwert davon. Das nehmen wir als Wert für den Radius des Buffers. Toi, toi, toi. Das sieht gut aus oder nicht gut, je nachdem, ob man ästhetisch hier rangehen würde. Das heißt, für jeden Baum haben wir jetzt wirklich angeschmiegt an das Gebäude die maximal größte Puffer, den maximal größten Pufferradius gewählt. Um das jetzt zu speichern, kopiere ich mir das ganze Ding hier mal, mache den mal aus, dass er uns nicht mehr stört, gehe in das Werkzeug rein, nutze da den eben geschriebenen Ausdruck als Ausdruck, ausführen und habe jetzt meinen neuen Datenlayer. Und hier ist der fertige Ausdruck von diesem Teilbeispiel. Genau, so viel zu Geometrieausdrücken in QGIS. Ich hoffe, ihr habt Spaß gehabt und habt euch ein bisschen inspirieren lassen. Probiert jetzt auch vielleicht mal aus, mit solchen Ausdrücken zu arbeiten. Und jetzt können wir noch kurz auf Fragen eingehen. Dankeschön. Dankeschön. Ja, Johannes, vielen Dank für diese sehr detailreiche Darstellung, wie man mit Ausdrücken in QGIS arbeiten kann. Wir haben jetzt gerade die zweite Frage reinbekommen. Vorher hatten wir eine Frage, die ist sehr hoch gewotet, mit 5 Votes, allerdings ohne Text. Du bist ja schlagfertig, das durften wir die letzten 2 Tage erleben. Deswegen stelle ich dir diese Frage mal. Die Antwort ist natürlich Sprachlosigkeit. Es ist richtig. Gut, kommen wir zur zweiten Frage. Kann man mit dem Feldrechner auch direkt die Geometrie manipulieren? Nee, der Feldrechner ist wirklich für die Felder, also für die Attribute. Und die Geometrie wäre nicht direkt ein Attribut. Das Menü sieht halt ähnlich aus, der Dialog sieht ähnlich aus, aber der Feldrechner ist wirklich nur dafür gedacht, die Attributspalten zu ändern, nicht die Geometrie. Okay, danke. Wie ist das jetzt, wenn ich die Ausdrücke, die kann man ja auch sehr stark verschachteln. Also man kann es ja ein bisschen mehr weitertreiben, als du das jetzt mit diesen einfachen Beispielen vorgestellt hast. Leidet darunter die Performance? Definitiv. Also man verschachtelt ja wirklich darin Funktionen und Funktionen und Funktionen, kann nicht so wahnsinnig gut auseinander branchen, also quasi Bedingungen einführen. Geht zwar auch, aber ist nicht so einfach. Generell sind die Funktionen halt auch nicht irgendwie optimiert. Das wird quasi eingelesen, wird ausgeführt. Man macht da sehr schnell Dinge, die sehr langsam sind, gerade wenn es jetzt visuell wird. Das heißt, sowas ist dann wirklich, ja, nicht der beste Weg für viele Dinge, aber es geht damit eben. Deswegen finde ich sie sehr praktisch. Oh, hier gibt es ein Lob. Ganz großes Kino, danke. Funktioniert die Distance-Funktion auch mit 3D-Entfernung bei 3D-Objekten? Puh, wenn sie es nicht tut, würde ich sagen, das ist ein Bug. Man sollte es melden. Ich würde davon ausgehen, dass es funktionieren würde, wenn es wirklich dann eben, genau, QGIS-unterstützte 3D-Geometrien sind. Dann sollte das auch funktionieren. Ja, hier gibt es auch Frage zu Schulung dazu. Gibt es hierzu eine Schulung bei der Wehrgruppe? Falls es ein Kollege gestellt hat, müssen wir sie einführen wahrscheinlich. Nicht, dass ich wüsste bisher, aber wir sind natürlich immer dazu bereit, sowas zu machen. Sprechen Sie mich, sprecht mich einfach an oder die Kollegen von der Wear Group. Man kann es immer unterbringen. Also eine QGIS-Schulung kann sowas auch immer mit schaffen natürlich. Genau. Ist die Liste an möglichen Funktionen im Ausdrucksdialog mit eigenen Plugins erweiterbar? Ziemlich sicher ja. Man kann zumindest auch eigene Funktionen reinladen. Da direkt ist ja auch noch so ein anderer Tab, wo man Python-Funktionen schreiben kann, die man dann da reinlädt.
Ob es mit einem Plugin auch geht, habe ich noch nicht ausprobiert. Auch da würde ich sagen, wenn es noch nicht geht, wäre es eine naheliegende Funktion, die nachgerüstet werden könnte in Kugis. Das heißt, wenn es nicht funktioniert, mal auf GitHub ein Issue schreiben, dann werden die höchstwahrscheinlich es machen. Ich sehe gerade Info vom Kollegen. Ja, ein ausdrückliches Ja. Das geht also. Okay, gut. Eine letzte Frage habe ich noch. Du hast jetzt die Beispiele nur mit Vektordaten gezeigt. Geht das prinzipiell auch mit Rasterdaten? Jein. Es geht immer um Vektordaten in diesem Fall. Man kann da aber auch Daten von Rasterlayern reinladen. Das heißt, ich könnte für einen Punktlayer zum Beispiel sagen, nimm mal den Punkt oder nimm einen Zentroid von der Geometrie und frag dann aus einem Rasterlayer mal den Wert ab. Das heißt, ich habe die Möglichkeit, Werte aus einem Rasterlayer abzufragen. Ich kann damit aber nicht einen Rasterlayer manipulieren. Da gäbe es ja den Raster Calculator. Das geht so ein bisschen in die ähnliche Richtung. Der kann nicht ganz so viel wie das jetzt hier. Aber das sind wirklich ganz getrennte Dinge. Eine Frage ist noch reingekommen. Gibt es empfehlenswerte Samples, Aufgaben, an denen man Funktionen austesten kann? Puh, schön wäre es. Also in der Kugis-Dokumentation sind so ein paar Beispiele drin. Die sind auch von leicht zu schwer so ein bisschen aufbauend. Da kann man erstmal reingucken. Und sonst gibt es von Niall Dawson zum Beispiel, wenn man Englisch, der englischen Sprache mächtig ist, auch tolle Vorträge, wo er schon mal da Dinge gezeigt hat. Auch oft sehr schnell, sehr komplex und sehr mächtig sind. Aber man kann da, ja, wie ich es auch versucht habe darzustellen, man kann ganz klein anfangen. Ne, jede Feldrechneroperation ist schon im Endeffekt ein Ausdruck und dann nach und nach durchgehen. Und wie gesagt, sind ja auch die ganzen Funktionen in dem Dialog aufgelistet. Man kann sie mal durchlesen, kann sich angucken, was da dokumentiert wurde. Dann kommt man da ganz gut rein. Alles klar. Vielen Dank, Johannes.